Ja, heute sind wir unterwegs in der Nähe von Nettersheim, mal einen kleinen Wanderausflug machen und mal schauen, was uns so alles erwartet. Wir folgen hier ein bisschen dem Igel, denn wir sind hier auf dem Löwenzahnpfad bei Nettersheim und haben einiges vor uns an Stationen, ne, das alte Römerkastell oder auch die alte Brennerei, mal ein bisschen über Stock und Stein den Weg einschlagen und zum Schluss natürlich dann der Fossilienacker. Ich bin mal gespannt, was die Kinder dazu sagen. So ein bisschen so an den Blättern, da hinten sehe ich Haselnuss. Und deswegen kann man die dann da wahrscheinlich knacken. Du hast eben schon richtig gesagt? Erdbeeren. Erdbeeren, Walderdbeeren. Ne? Thank you.
Da hat schon einer ein bisschen gebuddelt, ne, für uns. Und guck mal hier, diese ganzen, ne, das sind alles mal Korallen gewesen hier. Nee, die bisschen jetzt an. Papa, der Arme ist in den Kopf und mach wieder zu, mach wieder zu. Ja, das war unser Ausflug mit den Kindern. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, vielleicht diesen schönen Wanderweg hier in Nettersheim, ne, bei dem Löwenzahnpfad, einfach mal nachzuwandern. Es lohnt sich. Die Distanz sind ungefähr 5 Kilometer oder etwas über 5 Kilometer. Wir kürzen jetzt auch wieder ein bisschen ab. Laufen direkt runter wieder zu den Kalkbrandofen, obwohl die Strecke selber noch ein bisschen länger wäre. Aber die Kinder, die sind halt müde, die kleinen Kinderfüße, und das ist ja vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwandern und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Daniel.